Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute habe ich für euch 5 Tipps zu The Division und zwar gerade jetzt zum Release, wie ihr voll loslegen könnt im Spiel, wie ihr möglichst schnell leveln könnt, wie ihr nichts Wichtiges überseht, während ihr euch durch das postapokalyptische New York schlagt. Nummer 1, Progression. Nachdem ihr durchs Tutorial gespielt habt, habt ihr ja dann eine Basis freigeschaltet in Manhattan, die es gilt auszubauen und mit dieser Basis ist eben auch die Progression des Spiels verbunden. Das bedeutet, über Missionen im Spiel, über Hauptmissionen, schaltet ihr diese einzelnen Flügel frei, Medizin, Technik, Sicherheit und diese Flügel sind eben auch dafür da, um die einzelnen Skills freizuschalten, um Perks freizuschalten, um Verbesserungen für die einzelnen Skills freizuschalten, sogenannte Mods und auch eben passive Boni, die euch eben ja, einfach Verbesserungen geben und euch das Leben ein bisschen einfacher machen. Für all diese Sachen müsst ihr nicht nur besondere Story-Missionen, die eben auch nach diesen Flügeln kategorisiert sind, abschließen, sondern ihr braucht auch Materialien, also Medizin-Supplies, Technik-Supplies und Sicherheits-Supplies und so weiter, die ihr eben benutzt, um Ausbauten zu machen von diesen einzelnen Flügeln und da steht dann auch immer dabei, ne, was ihr bekommt. Jetzt merkt ihr schon, ihr braucht eine ganze Menge von diesen Materialien. Glücklicherweise bekommt ihr für die Hauptmissionen einen ganzen Haufen, aber auf dem Weg dazu, wenn ihr die Missionen gerade abschließen wollt, solltet ihr auch diese sogenannten Kampfmissionen oder Kämpfe abschließen. Die sind mit solchen Dreiecken markiert und zwar immer in der Farbe vom jeweiligen Supply oder vom jeweiligen Material, also grün für Medizin und so weiter, was ihr dann bekommt. Ne, einfach hingehen, diese Mission machen. Das sind nur wenige Minuten tatsächlich, die ihr da so ein paar abknallen müsst und schon bekommt ihr eben ein paar von diesen Supplies, um dann später den jeweiligen Flügel mit einem anderen Gebäude oder einem anderen Ding auszubauen und eine Fähigkeit eurer Wahl freizuschalten. Das solltet ihr nicht liegen lassen, denn die sind auf der ganzen Map verteilt, wie gesagt. Also plant ein bisschen eure Route. Ihr seid auf dem Weg zur nächsten Nebenmission oder zur nächsten Hauptmission. Dann guckt mal, was ihr auf dem Weg da für Kampfmissionen oder Kämpfe habt, die ihr dann noch abschließen könnt. Das beschleunigt auf jeden Fall euren Fortschritt. Als kleiner Hinweis am Rande, ich würde am Anfang, habe ich jetzt direkt festgestellt, erstmal den Sicherheitsflügel bevorzugen und davon auch vielleicht als allererstes die Hauptmission machen, wo ihr dann erstmal den Chef von diesem Flügel jeweils erstmal retten müsst. Das sind ja die ersten Missionen für diese Flügel und das würde ich als erstes machen, denn ein Perk, den ihr da bekommt, ist direkt erstmal mehr Erfahrung für alles, was ihr macht. Also ich glaube 10 oder 15% mehr Erfahrung. Das heißt, alles, was danach passiert, bringt euch mehr EP, ihr levelt schneller. Außerdem würde ich den auch als allererstes ein bisschen ausbauen. Da müsst ihr so 1000, 1500 von diesen Materialien so zusammenkriegen und da reinstecken. Dann schaltet ihr nämlich, müsst ihr mal ein bisschen schauen hier, tatsächlich noch eine passive Fähigkeit frei, die euch mehr Erfahrung gibt. Also der Sicherheitsflügel zumindest am Anfang erstmal ein bisschen bevorzugen, ein bisschen priorisieren und dann levelt ihr allgemein schneller. Nummer 2, das ist ein ganz kurzer, Schnellreisefunktion. Das habe ich auch erst etwas später gesehen. Ich habe ja die Beta gespielt und auch erst ab der zweiten, also der Open Beta tatsächlich gemerkt, dass es eine Schnellreisefunktion im Spiel gibt. Wenn ihr das bisher noch nicht wusstet, das ist eine der nützlichsten Sachen. Ich habe ja gerade schon gesagt, auf den Weg zu den Missionen ist es gut, dann eben auch mal nicht eine Schnellreise zu machen, ne, sondern einfach die Missionen, die nebenher passieren, abzuschließen und so weiter. Das ist auf jeden Fall was Gutes, aber wenn ihr eben was abgeben wollt, wenn ihr mal eben zum Beispiel gerade eine Mission fertig habt und die Belohnung abgeben wollt, wenn ihr nicht genug Inventarplatz habt, was auch immer, könnt ihr die Schnellreisefunktion benutzen, denn die Map ist wirklich ziemlich groß und man muss nicht immer von A nach B laufen, gerade dann, wenn man schon in einem gewissen Gebiet all diese Nebenmissionen und Kämpfe und so weiter abgeschlossen hat, da also nicht mehr so viel für euch zu haben ist. Also auf jeden Fall dran denken, dass ihr eine Schnellreisefunktion habt. Und das bringt mich auch direkt schon zu Nummer 3, um diese Schnellreisefunktion möglichst effizient zu nutzen und allgemein in dieser Map sich gut bewegen zu können, solltet ihr, sobald ihr ein neues Gebiet betretet, sofort erstmal das Safehouse aufsuchen. Da gibt es nämlich nicht nur eine Schnellreise, sondern eben auch Nebenmissionen. Da ist also in jedem Safehouse so ein Blackboard, wo ihr scannen könnt und dann werden Nebenmissionen für das neue Areal freigeschaltet und da ist dann auch noch so ein Agent, der euch noch eine Mission gibt und das sollte man auf jeden Fall machen, dann hat man da schon eine ganze Menge auf der Karte aufgedeckt und eben wie gesagt, wenn man später wieder zurück will in das Gebiet, um das alles abzuschließen, kann man eben schnell hinreisen und so weiter, hat also eigentlich nur Vorteile, deswegen erstmal schnell dahin sprinten und das Ding freischalten. Nummer 4 erweitert so ein kleines bisschen das, was ich vorhin schon gesagt habe, also das
dass ihr auf dem Weg zu einer gewissen Hauptmission, wenn ihr jetzt ein gewisses Ziel habt und so weiter, da ein bisschen schauen solltet, dass ihr da noch so ein paar Nebenaufgaben macht. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe das so gespielt und bis jetzt bin ich damit ganz gut gefahren, dass ich auf dem Weg zu einer Hauptmission, die ich mir ausgesucht habe, wirklich jede einzelne Nebenmission gemacht habe, weil ich dann nicht nochmal zurücklaufen muss und auch jedes einzelne so Handy oder Echo, das sind diese Collectibles in diesem Spiel, was auf dem Weg auf meiner Karte erschienen ist, einfach gemacht habe und auch eben diese Kämpfe, denn jedes dieser zum Beispiel Collectibles gibt eben auch Erfahrung, zwar nur 300 oder so, das ist ungefähr so viel wie 4 oder 5 oder 6 Gegner killen, aber das ist immerhin etwas. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, ne, für 300 Erfahrungen müsst ihr die Dinger jetzt nicht farmen, sage ich mal, also nicht gezielt danach suchen, aber auf dem Weg solltet ihr, wenn so ein Ding auf der Map aufploppt, immer mal kurz umdrehen und das alles eben mitnehmen. Das gibt immer so einen kleinen Erfahrungsschub und ne, wir lassen natürlich nichts liegen. Aber gerade die Nebenmissionen, die geben euch eben nicht nur Erfahrung, wenn ihr die auf dem Weg erledigt, sondern eben auch Blaupausen fürs Crafting und das bringt uns auch schon zum letzten Punkt, Nummer 5, Crafting und Ausrüstung. Ich bin eigentlich ganz stark der Meinung, nachdem ich jetzt schon viele Jahre lang MMOs und zum Beispiel auch so Sachen wie Destiny, also ich sag mal Massive Multiplayer Shooter, wie auch immer man das nennen mag, gespielt habe, dass ihr während dem Leveln nicht so sehr auf eure Ausrüstung achten müsst, ne, bis ihr eben im Endgame seid, bis ihr das maximale Level erreicht habt. Das bedeutet, ihr solltet eigentlich nur einen einzigen Stat auf den jeweiligen Sachen bevorzugen, das ist nämlich einfach Rüstung. Also wenn ihr euch fragt, was soll ich jetzt ausrüsten? Oh, das hat ne, verschiedene Werte, also das erhöht Fähigkeit, Gesundheit und so weiter. Ihr solltet eigentlich immer das nehmen, was den höheren Rüstungswert hat und wenn ihr was habt, was einen gleichen Rüstungswert hat, dann eben noch das mit den Stats, die irgendwie besser sind. Das ist natürlich hier so wie in Destiny so ein kleines bisschen, dass eben auf den einzelnen Gegenständen nochmal Stats drauf sind, die Primärattribute wie Schaden, Gesundheit und Schaden eurer Fähigkeiten erhöhen, aber das ist was, worauf ihr jetzt noch nicht achten müsst, so ein Charakterbild, darauf könnt ihr dann achten, wenn ihr wirklich am Ende vom Spiel seid. Wie gesagt, einfach wirklich nur das mit dem höheren Rüstungswert, beziehungsweise bei Waffen einfach den höheren Schaden, DPS-Wert, wie auch immer, bevorzugen, weil so könnt ihr einfach schneller höherlevelige Gegner killen und dementsprechend mehr Erfahrung bekommen, dementsprechend schneller leveln. Ich bin auch der Meinung, und das habe ich jetzt in der Beta und so weiter schon austesten können, jetzt im Hauptspiel natürlich noch nicht so viel, aber ich denke mal ganz stark, dass es so ist, dass sich die Dark Zone jetzt nicht wirklich lohnt, zumindest im Low-Level-Bereich. Da kann man for fun mal reingehen, ein bisschen Equipment abziehen, aber ihr müsst bedenken, ihr levelt ja immer noch weiter, bis ihr das Maximallevel erreicht habt. Wenn ihr jetzt irgendwie im Level 10 Equipment in der Dark Zone findet, levelt ihr natürlich irgendwann darüber hinaus. Das bedeutet, da so Wert drauf zu legen und Arbeit reinzustecken, würde ich sagen, lohnt sich erstmal auch nicht. Aber um trotzdem ab und zu einen kleinen Equipment-Boost zu bekommen, denn einfach die Stats, das ist einfach ein typisches RPG, dieses Spiel, The Division, ne, die Stats zu erhöhen, mehr auszuhalten, mehr auszuteilen und so weiter, braucht ihr natürlich besseres Equipment und dafür würde ich euch das Crafting-System empfehlen. Denn wenn ihr euch an die anderen Sachen, die ich gerade eben erwähnt habe, gehalten habt, dann habt ihr die ganzen Nebenmissionen immer auf dem Weg erledigt und so weiter und habt einfach so, wenn ihr dann mal wieder in eurer Basis seid beim Crafting-Händler, merkt ihr dann ganz viele Blueprints freigeschaltet und könnt euch einfach Kram bauen. Man kann nämlich nicht nur einfach die Waffen und Ausrüstung, die man findet, verkaufen bei den Händlern, sondern man kann die auch eben einfach zerlegen und bekommt dann Materialien, die man dann vercraften kann. Das Coole beim Crafting-System ist, das ist ein kleines bisschen random, ist es überhaupt cool, dass das Spiel ein Crafting-System hat. Das hat Destiny zum Beispiel gefehlt. Fand ich sehr schade, das finde ich hier ziemlich cool. Wenn ihr ein Stück Equipment bastelt für Ausrüstung, also ihr Rüstung, Rucksäcke und so ein Kram, braucht ihr dann zum Beispiel Stoff, für Waffen braucht ihr Waffenteile und das auch in verschiedenen Seltenheitsstufen, das heißt aus blauen Waffen bekommt ihr blaue Waffenteile und so weiter. Die Sachen kriegt ihr nicht nur durch das Zerlegen eurer Waffen, sondern eben auch aus so geplünderten Läden, die auch auf der Karte einfach aufploppen können, da sind dann Elektronikteile oder Stoff oder sowas drin. Da also reingehen, einfach die Kisten looten, also ist auch wieder was, was man einfach bequem auf dem Weg erledigen kann, wenn man seine Route ein bisschen plant, dann habt ihr alles am Start, Blueprints, Materialien und könnt euch eben ab und zu einfach mal ein kleines bisschen Equipment craften, was dann wie gesagt ein kleines bisschen random ist und sogar einfach, wenn ihr Glück habt, richtig gut sein kann und dann habt ihr so den kleinen Equipment Boost, der euch eben dann nach vorne bringt und dann könnt ihr wieder die nächst stärkeren Gegner erledigen und so weiter, aber trotzdem, es ist nicht so wichtig,
ja, so einen richtigen Fokus auf die Ausrüstung zu legen, aber dennoch braucht man manchmal einfach diesen Boost und da finde ich einfach das Crafting-System im Moment am sinnvollsten. Also tobt euch da so ein bisschen aus. Ansonsten hoffe ich, ihr habt so viel Spaß mit der Division wie ich. Das hier ist jetzt übrigens das erste Video seit offiziellem Release auf meinem Kanal zu Division. Da werden noch viele weitere Folgen. Wenn ihr Bock habt auf sowas, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich mache auch viele andere Sachen, nicht nur The Division. Ich habe früher sehr viel Destiny gespielt, aber ich habe eben auch immer mal ein Review zu verschiedenen lustigen, unbekannteren Games, Indie-Games, aber auch AAA-Sachen. Also ich mache eine ganze Menge Kram, aber wie gesagt, werde ich jetzt auch einen Fokus auf The Division setzen, weil mich das halt sehr reizt. Ich habe auch zum Beispiel die Beta viel gespielt und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock drauf. Wenn ja, dann abonniert einfach meinen Kanal, schaut einfach mal rein, ob das Zeug euch gefällt, was ich so mache und ansonsten hoffe ich, ich konnte euch ein kleines bisschen unter die Arme greifen beim Spielstart und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!